Liebe Schwestern und Brüder, unser Evangelium heute, dem wir nun Tag für Tag folgen, hat etwas sehr Enthüllendes. Denn dieses Evangelium berichtet uns von einem tiefen Vorgang, dessen Zeuge wir werden. Es berichtet uns von etwas sehr Allgemeinem wie von etwas sehr Spezifischem. Das Spezifische ist, dass Christus hier bei Johannes im Evangelium selber sagt, wie wir das Alte Testament lesen müssen. Ganz konsequent haben die Väter der Kirche immer im Alten Testament, wenn Gott handelt, Christus darin gesehen. Wir beten das oft in einem der Hochgebete. Christus ist das Wort, durch das die Welt erschaffen ist. Christus ist Mose auf dem Sinai erschienen. Christus hat das Gesetz gegeben. Und man muss dafür überhaupt keine theologischen Klimmzüge machen, um das so zu lesen und so zu verstehen. Es ist eigentlich relativ einfach. Von diesem Gedankengang der Väter haben wir uns gründlich verabschiedet. Wir sperren sozusagen das Alte Testament, wir haben das ja schon verschiedentlich beobachtet, aber wir müssen es immer wieder neu noch einmal beobachten, weil wir sonst die Krise nicht verstehen, in der wir leben. Die geistliche Krise nicht verstehen, in der wir leben und die uns alle betrifft. Wir sperren das Alte Testament, wir verrammeln die Türen, wir sperren es ein in ein eigenes Selbstverständnis. Aber so lesen Christen das Alte Testament nicht. Wenn wir diese Begebenheit aus dem Buch Exodus heute hören, dann können wir hier schon sehen, was es bedeutet, sich von Christus abzuwenden. Wir sehen es heute, wir haben es immer in der Kirchengeschichte gesehen, von Zeit zu Zeit flackert es auf als eine große Krise. Nämlich genau das zu tun, was Jesus hier seinen Zuhörern vorwirft. Ihr empfangt eure Ehre voneinander. Ihr gebt einfach übereinander Zeugnis ab. Und ihr meint, damit ist es geschehen. Das Zeugnis, das Christus bringt, sind die Werke, die er tut. Und er selber wird es uns ins Stammbuch schreiben. Auch an euren Werken soll ihr erkannt werden. An euren Früchten, die ihr bringt, wird man sehen, welche Bäume ihr seid. Diese geistliche Krise, wie das oft bei ihren Beobachtungen ist, beschreibt Adrienne von Speyer so. Sie wollen voneinander lernen, und zwar in dem Sinne, dass sie einander gegenseitig wissen, fassen und begreifen möchten. Innerhalb dieses Spiels, das sie zusammen treiben, befindet sich auch das, was sie Religion und Sittlichkeit nennen. Das alles bleibt im Menschlichen gefangen, als eine Ausdrucksweise, eine Erscheinung, eine Äußerungsform des Menschlichen. In dieser menschlichen Form ist ihnen Gott begreiflich und der Mensch durchsichtig. In diesem Menschlichen begehren sie zu bleiben und wollen darin vor jeder Überraschung gefeit sein. Sie übernehmen keine Verpflichtung, die sie nicht genau überblicken können. Wenn sie schon glauben sollen, dann nur so, dass dieser Glaube auf Vorgängen beruht, die ihnen bekannt und übersichtlich sind. Sie suchen also nicht die Herrlichkeit, die von Gott allein herstammt. Sie suchen die an das Menschliche gebundene Herrlichkeit. Aber gerade darum können sie nicht glauben. Sie müssten, und wir können ruhig hören, wir müssten, sie müssten, um glauben zu können, Gott allein suchen. Sie müssten sich ergeben, übergeben, klein beigeben, sich hingeben an das, was Gott ist. Die Vollkommenheit, das heißt die Entsprechung gegenüber den Ansichten Gottes, liegt allein in dieser glaubenden Übergabe an Gott in der Liebe.